So ihr Lieben, einen wunderschönen Freitagnachmittag. Ich hoffe, ihr habt eine wunderschöne Woche hinter euch und könnt super ins Wochenende starten. Ja, ich lasse mir mal wieder was Cooles für euch einfallen und pilger hier durch die Natur zu einem wunderschönen kleinen See, wo es dann jetzt gleich ein Trainier mit mir gibt. Juhu! So, kleines Making-of. Hier geht es erstmal nochmal richtig schön durch die Natur, ganz entspannt entlang. Und gleich kann ich euch den Ausblick präsentieren. Huhu! Tada, tada, tada! Hier ist er. Unser Ausblick, unser Ort fürs heutige Trainieren mit mir. So, ich mache mich bereit. Und dann geht's gleich los. Holt eure Sachen zusammen. Wir starten. Einen wunderschönen Freitagnachmittag. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir sind jetzt hier an einem kleinen süßen Baggersee und starten mit einer Flow-Einheit. Ich hoffe, ihr hattet nach letzter Woche nicht so starken Muskelkater. Es war mal eine knackigere Krafteinheit. Und deswegen heute einen kleinen Flow mit Stretch, mit Mobilisation. Einfach locker entspannt ins Wochenende starten. Und ich würde sagen, es geht los. Hallihallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge Trainier mit mir. Wir wollen zusammen uns stretchen, Spaß haben, uns kräftigen, gemeinsam Sport machen. So, bei mir ist es ein bisschen abschüssig, aber wir kriegen das trotzdem hin. Dafür ist die Kulisse einfach gigantisch. Wir atmen erstmal ein, wie wir das kennen, gemeinsam nach oben hoch. Wow. Und aus. Einatmen, nach oben hochziehen. Ausatmen, wieder runter. Letztes Mal nach oben hoch. Und dann ziehen wir über die Seite uns ganz weit nach außen. Mach dich lang. Hier die seitliche Ebene aufdehnen. Und wieder rumkommen. Auf die andere Seite. Schau nach oben dabei. Ganz weit lang nach oben strecken. Zieh dich zur Seite, wechseln. Auf die andere Seite kommen. Mach dich lang. Zusammen. Auf die andere Seite. Weit nach oben reinziehen. Und wieder rückkommen. Wir nehmen die Arme über die Seite nach oben hoch. Greifen mit den Händen und ziehen uns ganz weit nach oben. Ganz weit nach oben ziehen. Schau hinterher. Und jetzt neigst du dich auch ein bisschen zur Seite. Und wieder zur Mitte kommen. Auf die andere Seite. Ganz weit auf die andere Seite neigen. Mach dich lang, lass die Arme lang. Und wieder hochkommen. Ausatmen, kurz hier hängen, kurz entspannen. Dann die Arme wieder auf die Seite hochnehmen. Und jetzt drehen wir uns über die Seite. Die Hüfte bleibt stehen, sodass wir quasi 90 Grad uns verwrungen haben in der Wirbelsäule. Wieder zur Mitte kommen und auf die andere Seite ziehen. Auch hier, Schultern bleiben tief, Hüfte bleibt gerade und wieder zur Mitte kommen. Wir hängen uns einmal runter und mit den Armen schwingen wir leicht. Diesmal sind die Beine gestreckt. Und nochmal nach oben hochkommen. Hände nochmal rumziehen und nach oben hochstrecken. Mach dich lang, versuch gerade stehen zu bleiben. Und lockern, einmal nochmal nach oben hochkommen, andere Seite, die andere Hand nach oben hochziehen, der Blick da folgen und lockern. Arme auf Schulterhöhe und wir beginnen mit dem Kreisen der Arme. Wenn du schon länger dabei bist, kennst du das natürlich auch schon. Größere Kreise machen und dann langsam wieder kleiner werden. Die Rotatorenmanschette im Schulterbereich bewegen und in die andere Richtung erst kleine, schnelle Kreise und dann hier auch größer werden. Langsam und groß. So groß machen die Bewegung, wie es geht. Und dann treffen sich oben die Hände und du ziehst die Hände nach vorne. Mach jetzt hier im oberen Rücken einen runden Rücken. Guck eher so Richtung Beine, Richtung Knie. Und öffnen. Jetzt nimmst du die Hände nach hinten und ziehst den Brustkorb nach vorne auf.
mach dich lang. Guck lieber jetzt ein Stückchen nach oben. Versuch die Hände hinten ein bisschen nach oben zu nehmen. Auflösen. Nochmal nach vorne. Runder Rücken. Jetzt geht bis in den unteren Teil des Rückens. Runder Rücken. Klein machen. Und aufrichten. Noch einmal nach hinten. Mach dich lang. Zieh die Arme ein Stückchen nach oben. Und auflösen. Und jetzt darfst du die Schultern kreisen. Locker kreisen. Vor und wieder zurück. Und in einer neutralen Position nochmal die Schultern nach hinten unten ziehen. Vorne hoch. Schulterblätter zusammen nach hinten unten ziehen. Unten nach ganz weit nach unten runter ziehen. Zieh, 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 zieh. Und nochmal von vorne nach oben bis zu den Ohrläppchen und nach hinten unten ziehen. Spür, wie sich der Oberkörper weitet. Der Brustkorb öffnet. Und nochmal nach vorne ziehen, nach oben über die Ohrläppchen, nach hinten unten. Schulterblättern ziehen zusammen. Der Brustkorb hier, es wird ganz weit, ganz lang und groß. Runterkommen. Und noch ein letztes Mal nach hinten unten ziehen und so stehen bleiben. Kannst mal die Händeflächen so ein bisschen nach vorne zeigen lassen. Gerade stehen. Mit der Spannung, die du hast, die Füße sind überschulterbreit. Wenn das nicht so ist, korrigier gerne nochmal. Drück dich auf halbe Spitze hoch. Der Oberkörper bleibt fest angespannt, das Gesäß ist feste. Und schieb die Hacken nach oben hoch. Und jetzt hier, Schultern bleiben tief, Oberkörper aufgerichtet. Aufkommen. Arme zur Seite strecken. Spannung halten. Langsam alles gemeinsam wieder absetzen. Einmal im Oberkörper ein bisschen bewegen, ein bisschen lockern. Von einer Seite auf die andere Seite kommen. Sehr schön. Gut gemacht. Wir nehmen den Kopf auf eine Seite, in die Mitte und auf die andere Seite. In die Mitte und wechseln. Immer ein kurzes Halten und dynamisch wieder aufrichten. Seite, Mitte. Nur der Kopf bewegt sich. Dynamisch. Und beim nächsten Mal halt mal auf der Seite und zieh das Ohr richtig Richtung Schulter nach unten. Mit der Gegenhand kannst du feste gegen den Boden drücken. Auflösen, zur Mitte kommen und zur anderen Schulter absenken. Hier auch mit der Hand ganz weit nach unten runterziehen und wieder aufrichten. Wir wechseln die Seite, ziehen mit der Hand nach unten. Die andere Hand kann ganz vorsichtig am Kopf nochmal sich ablegen. Das heißt, mit dem Gewicht vom Arm wirst du auch ein bisschen länger gezogen. Und auflösen. Letztes Mal die zweite Seite. Weit nach unten runterziehen mit dem Arm. Und über den Kopf greifen. Versuch dich hier zu entspannen in der Position. Und langsam wieder auflösen. Locker die Schultern nochmal durch, Schultern kreisen. Und jetzt guckst du nach oben, zur Mitte, nach unten. Hochgucken, zur Mitte und nach unten, nach oben, Mitte, unten. Wir werden ein bisschen schneller. Unten, oben, unten, oben. Wir nicken, ja, jetzt ist Wochenende. Wir können uns entspannen. Können unserer Freizeit nachgehen und halten den Kopf unten. Schaut mal zum Boden. Rücken ist gerade, die Brustwirbelsäule ist noch aufgerichtet, Nackenwirbelsäule, Halswirbelsäule darf sich leicht krümmen und mit den Händen locker an dem Hinterkopf greifen. So dann auch den Kopf ein bisschen nach unten führen. Angenehme Dehnung im Nackenbereich spüren und dann schau mal auf eine Seite. Guck mal den Ellenbogen von einer Seite an, wenn er hängt. Oder schau diagonal zur Seite auf den Boden und auf die andere Seite. Diagonal nach unten schauen und zur Mitte kommen. Einmal aufrichten. Lass die Hände ruhig hinten am Kopf und jetzt zieh mal die Ellenbogen, die gerade einfach locker gehangen haben, zieh die mal aktiv nach hinten, zur Seite weg. Hände sind am Körper, am Kopf. Ellenbogen ziehen nach hinten und zur Seite weg.
und dann öffne die Hände. Sei präsent hier, feste stehen, Spannung halten. Ganz lang. Und langsam auslockern. Einmal kurz Kopf, Oberkörper lockern, entspannen, auslockern. Wir gehen mal in die Beine und machen immer so eine kleine Halbkreisbewegung mit dem Knie. Ziehen die Beine hoch, kurz auf einem Bein stehen und lockern. Ein kleines Mobilisieren und Durchbewegen. Und was von innen nach außen geht von der Bewegung, das geht auch von außen nach innen. Achtung, kleine andere Bewegung. Zack, zack. Knie nach außen ziehen und nach innen führen. Nimm ruhig die Arme nach außen. Die helfen dir für die Stabilisation. Hochziehen, hochziehen. Große Kreise. Den Knochen in der Gelenkpfanne gut durchbewegen. Mobilisieren. Hier kannst du dir natürlich auch wie immer einen Stuhl dazu nehmen. Und dann lockern. Wir versuchen mal so eine 8 zu machen mit unserer Hüfte. Das heißt, wir machen das einmal langsam. Das heißt, Hände in die Hüfte. Schieb die Hüfte auf eine Seite nach hinten. Dann kommst du wieder in die Mitte. Schieb die andere Hüfte diagonal nach vorne, nach hinten. In die Mitte. Hüfte diagonal nach vorne, nach hinten, zur Mitte. Und dann ist das so mit Beckenkreisen, als ob du eine 8 beschreibst. Du kannst die Knie dabei leicht beugen. Und ich mache das jetzt sehr groß, sehr extrem vor. Könnt ihr auch so nachmachen oder ein bisschen lockerer. Einfach nur aus der Hüfte raus, wie ihr das gerade gut hinkriegt. Und wir wechseln die Seite. Das heißt hinten, vorne, Mitte, hinten, vorne, Mitte. Hinten, vorne, Mitte, hinten, vorne, Mitte. Auch ein bisschen schneller versuchen. Genau, versuch da eine dynamische Bewegung reinzubekommen. Genau, gerade und krumm, immer abwechseln. Und dann neutrale Position stehen bleiben. Jetzt kippen wir das Becken. Das heißt, einmal quasi nach vorne, den Bauch nach vorne plumpsen lassen. Einmal quasi mit dem hinteren Rücken nach hinten ziehen. Das ist so ein Vor- und Rückkippen. Stellt euch vor, euer Becken wäre eine Wasserschale. Und da soll einmal vorne ein bisschen Wasser rausschwappen und dann soll hinten ein bisschen Wasser rausschwappen. Kipp vor und kipp zurück. Immer wechseln. Vorkippen, zurückkippen, vor und zurück. Sehr gut. Vorkippen und zurück, vor und zurück. Und das können wir auch über die Seite ausprobieren. Das ist ein bisschen schwieriger. Das heißt, ein Bein ist gestreckt, das andere ist gebeugt. Kippen wir hier Wasser raus, wieder gerade, anderes Knie beugen, anderes Bein strecken, hier raus. So, als ob wir den Po einmal in die Richtung strecken wollen und einmal in die Richtung. Einmal nach da und einmal in die Richtung. Genau. Jetzt versuchen wir das im Kreis. Das heißt, wir kippen erstmal das Wasser nach vorne aus, schieben den Po nach hinten. Po zur Seite, hier das Wasser rauskippen. Und dann versuchen wir so in der Hüfte zu kreisen. Mach das in dem Tempo, was für dich gut machbar ist. Und hab das im Kopf, dass du wirklich Stück für Stück überall ein bisschen Wasser ausgießen möchtest. Und dann machen wir das in die andere Richtung. Eine Seite, hinten, Seite, vorne, Seite, hinten, Seite, vorne. Und dynamischer. Kannst auch leicht in die Knie gehen dabei. Runde Bewegung aus der Hüfte heraus. Und dann in die neutrale Position kommen. Und mal ausschütteln, die Arme ausschütteln, den Popo ausschütteln. Kannst dich so auf ein Bein stellen und so ein bisschen schütteln. So ein bisschen lockern, dass der versteifte Arbeitsfluss aus uns rausgeht und wir gut bewegt ins Wochenende starten können. Jetzt stellen wir uns seitlich hin, Füße zeigen in eine Richtung. Und das hintere Bein schieben wir weiter weg. Vorne das Knie leicht beugen und strecken. Versucht das hintere Bein lang zu lassen. Und die Hacke bleibt am Boden. Die Arme nimmst du zur Seite oder leicht auf deinen Oberschenkel. Nicht zu viel Druck hier drauf geben, sondern nur für die Stabilität. Beugen und strecken. Versuch die Hüfte nicht auszudrehen, sondern wirklich hier eingedreht zu lassen. Es kann sein, dass die Hacke mit hochgeht. Ist nicht schlimm, lass sie ein bisschen mit abheben.
Versuch nur dagegen zu steuern, dass sie möglichst tief bleibt. Und es ist eine dynamische Bewegung vor und zurück. Auch so ein bisschen Kräftigung für die Beine eventuell. Kräftiges Hochschieben und runterführen. Wir bleiben beim nächsten Mal tief. Nehmen die Arme nach oben. Hinteres Bein hochstrecken. Diagonale aufbauen. Das heißt hier eine Diagonale aufbauen. Wenn das Knie jetzt vor dem Fuß sein sollte, nimm den Fuß weiter nach vorne. Und jetzt versuch hier hinteres Bein hoch und tief zu drücken. Ganz lang strecken. Und oben bleiben. Zur Mitte drehen. Arme darfst du ruhig oben lassen. Wir drehen uns auf die andere Seite. In die Diagonale direkt. Ferse absetzen. Hochziehen. Absetzen. Hochziehen. Immer im Wechsel. Schieb dich weit nach oben hoch. Bleib diagonal. Knie ist hinter dem Fuß oder über dem Fuß. Beide Fußspitzen zeigen nach außen. Schieb dich kraftvoll nach oben und senk dich wieder ab. Hinteres Knie ist durchgedrückt. Und dann bleib mal unten. Versuch dich lang zu machen. Versuch die Hacke Richtung Boden zu drücken. Und jetzt aus dem vorderen Bein raus wippen. Das heißt, schieb das hintere Bein zurück. Knie versuchen durchzudrücken. Hacke darf sich vom Boden lösen. Vorderes Bein beugen und wieder strecken. Spür hier die Dehnung. Versuch die Hüfte eingedreht zu lassen. Und du schiebst dich hoch und tief. Und dann wieder aufrichten. Zur Mitte kommen. Einmal die Beine auslockern. Sehr gut. Wir stellen uns auf eine Seite. Ihr könnt auch frontal stehen bleiben, aber dann könnt ihr das besser sehen. Die Füße sind ein bisschen weiter als schulterbreit. Und jetzt rollen wir mit dem Kopf zuerst, Wirbel für Wirbel nach unten, Halswirbelsäule als erstes, Kinn zur Brust, dann über die Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule, komplett hängen lassen, die Arme hängen. Die Beine sind erstmal noch durchgedrückt. Und dann gehst du so weit runter, wie du das halten kannst von der Dehnung, und da bleibst du einen Moment. Einfach hier halten, hier kurz entspannen. Der Rücken ist komplett rund. Und dann guck mal, ob du noch ein Stückchen weiter kommen kannst. Versuch mit den Händen Richtung Boden zu kommen. Mach dich lang und rund. Dann beuge deine Knie und versuch so weit nach unten zu kommen, bis die Hände den Boden berühren. Mach dich hier rund im Rücken, Knie sind gebeugt. Dann fang an langsam zu wippen aus den Knien heraus. Und mit jedem Wippen gehst du einen Wirbelkörper wieder weiter nach oben hoch. Du kannst auch zwei Wipper für einen Wirbelkörper nehmen, wie es angenehm ist. Und langsam wieder aufrichten, bis du gerade stehst. Wipp ruhig noch ein bisschen weiter. Und wir rollen genauso wieder runter. Kopf hängt, Arme hängen eh. Und dann Wirbel für Wirbel wieder nach unten runterhängen. Ruhiges Wippen. Und noch einmal ein bisschen nach oben kommen. Das Wippen einstellen, bis wir die Beine wieder durchdrücken. Und jetzt hängen lassen. Arme hängen. Kopf hängt. Versuch dich hier zu entspannen. Und dann darfst du die Beine beugen und dich mit den Händen am Boden abstützen, dass du einmal in den Vierfüßlerstand kommst, über den du dich dann über die Seite einmal hinsetzen kannst. Die Beine sind ausgestreckt und du versuchst dich gerade hinzusetzen. Manchmal hilft das, wenn man mit der Hand so ein bisschen das Sitzfleisch quasi wegzieht, damit man richtig auf den Gesäßhockern sitzen kann. Die Fußspitzen zeigen nach oben und die Hände zeigen auch nach oben. Wir versuchen ganz gerade zu sitzen. Wem das jetzt sehr schwer fällt, kann die Hände hier hinten hinnehmen und sich einfach von hier gerade hinziehen und in der geraden Position einfach halten. Versucht die Kniekehlen fest in den Boden zu drücken und die Fußspitzen zu euch zu ziehen. Gerade halten, Arme mal nach oben. Auch das ist schon eine Kräftigung. Hier sitzen, gerade sitzen, Spannung halten. Und wer mag, kann so ein Stück nach vorne kommen und wieder aufrichten. Nur so Zentimeter nach vorne kommen und ein paar Zentimeter zurück.
ein paar Zentimeter vor und zurück. Fußspitzen ziehst du noch zu dir ran oder zur Decke, leicht nach vorne und zurück. Beim nächsten Mal bleiben wir vorne. Du darfst deine Arme absenken, neben die Beine legen und ganz locker versuchen, nach vorne zu kommen. Jetzt darfst du deine Füße entspannen, strecken oder locker lassen. Mit rundem Rücken dich ein wenig nach vorne neigen. Mach dich rund, entspann dich hier, insofern das möglich ist bei einer Dehnübung, und wieder nach oben hochkommen. Jetzt schüttel mal deine Hände aus. Die wollen auch ausgeschüttelt werden. Du hast wahrscheinlich viel geschrieben oder getippt, vielleicht gearbeitet mit den Händen. Und die wollen auch Entspannung haben. Das heißt, richtig feste, schütteln, schütteln, schütteln die Hände. Schütteln, schütteln, schütteln. Und auch mal ganz vorsichtig öffnen und schließen. Das vorsichtige. Und noch einmal schütteln. So, die gut ausgeschüttelten Hände haben auch ausgeschüttelt werden wollende Finger. Und die bewegen wir auch einmal durch. Können wir auch mal öffnen und schließen die Hände. Können wir mal überall ein bisschen hinsprühen von Energie, von Glitzerstaub oder was euch gerade einfällt, von guter Laune, mit jedem Blinker ein Lächeln in die Richtung schieben und dann die Hände ans Gesäß nehmen. Merkt ihr das in den Fingern? Das kann auch anstrengend sein. Wir schieben das Gesäß Richtung Füße, die Ellenbogen weichen jetzt nicht aus, sondern gehen möglichst zusammen, und du versuchst, deinen Oberkörper ein bisschen nach hinten zu lehnen. Dehnübung auch für die Schultern. Zieh dich ein bisschen nach hinten, als ob du den unteren Rücken auf den Boden ablegen möchtest. Und wieder nach oben hochkommen. Arme komplett durchdrücken. Versuch die Hand, Handfläche auf dem Boden zu lassen. Die hebt ein bisschen mit ab, das ist ganz normal, aber so ein bisschen Dehnung dazu. Und dann nochmal beugen. Und zieh den unteren Rücken feste Richtung Boden. Und noch einmal strecken. Von hier kannst du dich locker hinlegen auf den Rücken und ein Bein zu dir ranziehen. Zieh das Bein ganz nah an dich ran, so weit wie es für dich geht. Versuch den unteren Rücken fest in den Boden zu drücken dabei. Greif unterhalb vom Knie. Und wenn es jetzt noch zu wenig ist von der Dehnung, dann kannst du versuchen, langsam das andere Bein auszustrecken, dass du irgendwann das Bein auch ausgestreckt hast oder leicht gebeugt hast, dass du dich hier lang strecken kannst und einfach halten. Halt die Position. Und wenn es zu wenig ist, kannst du jetzt versuchen, langsam dein Bein durchzudrücken. Wenn das hier noch leicht gebeugt ist, ist gar nicht schlimm. Versuch es so an dich ranzuziehen. Wenn das geht, dass das Bein gestreckt ist, kannst du das Bein auch gestreckt nehmen und so zu dir ranziehen. Auf dem Punkt, wo es für dich gerade angenehm ist. Du musst es jetzt hier nicht neben deinen Körper legen, du kannst es einfach hier locker halten, da wo du die Dehnung spürst, und dann kurz reinatmen. Jetzt beugen wir das Bein wieder und ziehen es nochmal zu uns ran und wechseln dann. Erstmal das andere Bein ranziehen, das zweite kann jetzt aufgestellt bleiben. Erstmal hier reinkommen in die Bewegung. Und dann locker das Bein versuchen auszustrecken. Erstmal leicht gebeugt noch lassen, später vielleicht durchdrücken. Halten, ruhig weiteratmen. Drück den unteren Rücken in den Boden rein, lass die Schultern entspannt. Vielleicht kannst du jetzt dein Bein weiter strecken, das untere. Und das obere vielleicht auch mal versuchen, erstmal nach oben zu nehmen. Und jetzt hier entweder am Oberschenkel greifen, zu dir ziehen oder am Unterschenkel. Vielleicht kannst du es auch am Fuß greifen und hier rüberziehen, wie du möchtest. Aber die Position halten, dass du eine Dehnung spürst. Und versuch nochmal ein bisschen näher zu dir ranzuziehen, das Bein. Und nochmal beugen und nochmal gebeugt zu dir ziehen. Und nimm das zweite Bein dazu. Und zieh jetzt beide Beine ganz nah zu dir ran. Kannst auch mit dem Kopf
zwischen deine Knie kommt. Und auflösen. Und jetzt mit den Händen an den Oberschenkel greifen und so ein bisschen Schwung nehmen. Und auf der Stelle wie ein Kanonenball rollen. Versucht den Rücken gerade zu lassen. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht in den See reinrolle. Aber bei euch habt ihr bestimmt eine ebene Fläche. Gerade rollen. Runder Rücken, dass es möglichst keine abgehackten Bewegungen gibt. Kleine Massage quasi für den Rücken. Und dann in der Hockposition bleiben. Nochmal lang machen. Beine sind gestreckt und nach oben hochziehen. Ein letztes Mal leicht nach vorne kommen. Versucht den Oberkörper Richtung Beine zu ziehen. Und auf. Wir nehmen die Füße weit nach vorne zum Gesäß und drücken uns in die Hockposition. Kannst du die Hände absetzen, wenn du möchtest, oder die Hände an deine Knie nehmen. Versuch aber, dass die Hacken auf den Boden kommen. Wenn das zu schwierig ist, wenn du zusammen bist, versuch die Beine weiter auseinanderzunehmen und bleib hier hocken, vielleicht so ein bisschen wippen. Das kannst du aber auch mit den Händen machen. Nach hinten, nach vorne. Dabei kann natürlich die Fußspitze und die Hacke ein bisschen den Boden abheben. Und dann wieder in der neutralen Position bleiben. Hände Richtung Boden, runder Rücken und langsam die Beine strecken in die Vorbeuge. Schieb dich weit nach unten runter. Jetzt die Knie beugen und nochmal nach oben hoch wippen. Wirbel für Wirbel, bis du oben bist. Und die Schultern kreisen. Und die Hände nochmal kreisen. Versuch vom Daumen anzufangen, eine große liegende Acht zu beschreiben. Handgelenke lockern. Und wir werden ein bisschen größer. Die ganzen Arme in den Schultern machen mit. Und die Hüfte auch. Ganz große Kreise. Einmal links vom Körper, einmal rechts vom Körper. Dabei in die Knie gehen. Und dann atmen wir gemeinsam von unten ein. Ziehen nochmal nach oben hoch. Dass dich gut durchbewegt. Ich hoffe, du fühlst dich gut. Ausatmen. Einatmen, ganz weit strecken. Ich habe Wochenende, jetzt habe ich mich auch noch bewegt. Und ausatmen. Hui. Ein letztes Mal nach oben hochziehen. Nochmal oben halten. Mach dich lang. Zieh dich nach oben hoch. Ausatmen, kurz auslockern, kurz entspannen, Schultern kreisen, lockern von einer Seite zur anderen, wenn du möchtest. Und du hast es geschafft, du hast dich durchbewegt, einen coolen Flow mitgemacht, kannst stolz auf dich sein. Ich bin stolz auf dich, schreib mir gerne in die Kommentare, wie es für dich war, was du besonders gut fandest, was beim nächsten Mal noch anders gemacht werden könnte. Ich freue mich natürlich auch immer auf einen Daumen nach oben und natürlich, wenn du das Video sagst, boah, das war richtig cool, empfehle das gerne an andere Freunde. Wenn du merkst, okay, das war richtig schön für meinen Rücken, für meine Handgelenke oder die Beine, sag mal, hey, mach das mal, das tut dir vielleicht auch gut. Und ja, hab ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Alles Gute bis dahin, deine Gina. Wow, wir sind schon wieder am Ende eines wundervollen Videos. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat. So genau wie dieser Abspann hier. Juhu, Handstand! Ich habe, wie gesagt, links und rechts noch ein paar andere Videos, die du dir gerne anschauen kannst, gerne auch gut bewerten kannst. Ich wünsche dir eine ganz tolle Zeit. Liebe Grüße, deine Gina.